Der Herr ist auferstanden. Amen. Heute Morgen habe ich mein Devotional gelesen, was eigentlich nicht für den heutigen Tag, für Ostern gedacht war. Der Vers war 1. Korinther 10, 30, 31. Was auch immer ihr tut, was ihr immer esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ich denke mir, heute an Ostern, wenn es um Essen und Trinken geht, tut das zur Ehre Gottes. Heute Morgen geht es um den Löwen Juda, das Lamm Gottes. Ich möchte euch einen Text vorlesen. Ihr müsst die Bibelstellen nicht nachschlagen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus sagte, euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen. Ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm, schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Denn Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er, der Gott gleich war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. So wurden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen. Dadurch ist Jesus für die Gottlosen gestorben. Und als die Zeit gekommen war, sagte Jesus, niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, mein Leben hinzugeben und ich habe Macht, mein Leben wiederzunehmen. Nachdem Jesus ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, setzte er sich für immer zur Rechten Gottes. Deshalb hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen und vor dem Namen Jesus und jedem Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist ihm gegeben. Denn der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt. Auch Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Nun ist er das Haupt des Leibes der Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem Vorrang. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wenn er spricht, gehorchen ihm der Wind und das Meer, werden wie unreine Geister, Krankheiten müssen auf sein Wort hin weichen, stumme reden, Verkrüppelte werden gesund, Lahme gehen und Blinde sehen,
und den Toten befiehlt er zu leben. Jesus ruft die Kinder zu sich. Er zerstreut die im Herzen voller Stolz sind. Er stürzt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er dem Recht zu Sieg verholfen hat. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. Ihn zu kennen bedeutet, den unergründlichen Reichtum Christi zu kennen. Schließlich wird man den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Durch ihn werden die Heiligen vor dem Zorn Gottes gerettet und ihr armseliger Leib wird in Gestalt eines verherrlichten Leibes verwandelt, mit der Kraft, mit der er sich alles unterworfen hat. An diesem wunderbaren Tag wird er sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. Er, der von Herzen demütig und gütig ist, kommt mit Augen wie Feuerflammen und Beine wie Golderz und einer Stimme wie das Rauschen von Wassermassen. Aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtet wie die machtvolle, strahlende Sonne. Der Löwe Judas, der Spross aus der Wurzel Davids, das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig zu empfangen, Macht, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Und die Heiligen werden immer bei ihm sein. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Das Unvollkommene und das Verschwommene ist vergangen. Und wir werden erkannt werden, wie auch wir ihn durch und durch erkennen. Glauben wird durch Sehen abgelöst, Hoffnung wird erfüllt und Liebe wird vollendet werden. Alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, werden sagen, ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft in alle Ewigkeit. Der Geist Gottes und die Braut, die Gemeinde Christi, sagen, komm, wer hört, der rufe, komm, wer durstig ist, der komme, wer will, empfange unentgeltlich das Leben, das Wasser des Lebens. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Amen. Was predigt man nach so einem Text? Ich könnte wieder Platz nehmen. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, wie reagiere ich auf diesen Jesus? Was mache ich mit diesem Jesus? Ich weiß, was es in mir emotional auslöst. Scham, Demut, aber auch Vorfreude und Staunen. Scham darüber, dass ich diesen Jesus, der mehr wert ist als alles, was ich besitze, mehr wert ist als alle Beziehungen, die ich pflege, ja sogar die Beziehungen zu meiner Familie, mehr wert ist als mein eigenes Leben, dass ich diesem Jesus nicht den Wert in meinem Leben gebe, den er verdient hat. Und das macht mich demütig, dass Jesus mich dennoch annimmt. Er nimmt mich als Bruder an, er wäscht mich rein und er wird mich eines Tages verherrlichen. Ich darf Miterbe sein und ich werde verherrlicht werden zu einem Stern, zur Ehre Gottes. Ostern erinnert mich daran, dass Jesus auferstanden ist und nun verherrlicht an der Seite seines Vaters ist. Und genauso werde ich eines Tages auferstehen und verherrlicht werden zur Herrlichkeit Gottes als Braut Christi. Das Vergängliche von jetzt wird ausgetauscht werden durch das Unvergängliche. Was für eine Hoffnung! Warum singe und tanze ich nicht jeden Tag? Warum bin ich nicht aufgekratzt wie ein kleines Kind vor Weihnachten? Was mache ich hier auf der Erde? Was mache ich mit meinem Leben? Suche ich nach diesem Schatz, der verborgen ist? Bin ich mir bewusst, dass es nichts Wertvolleres, aber auch gar nichts Wertvolleres zu finden gibt als eben diesen Jesus? Nichts, das ich auf dieser Welt erreiche, erlebe, hinterlasse,
hat irgendeinen Wert. Aber ich habe jetzt die Chance, den kennenzulernen, der das absolut Wertvollste überhaupt ist. Ich brauche immer einige Hilfen, um mir gewisse Konzepte vorzustellen. Und eine dieser Hilfen ist ein spezieller Ort hier am Bodensee. Das ist eine kleine Bank, die sitzt neben einem Bach, die liegt neben einem Bach und dann im Schatten von einem Baum. Und der Baum hat ab Sommer, Spätsommer, ist er voller Blüten, die extrem aromatisch duften. Es hat noch andere Blumen und Wildkräuter dort. Und wenn ich dort sitze, am Abend, gegen späten Nachmittag, die Sonne im Gesicht, den Duft dieses Baumes, der Blumen, ich höre die Vögel, die Bienen, den Bach. Wenn ich die Augen zumache, bin ich dort und mir kommt eine Emotion in den Sinn. Herrlich. So, es könnte nicht mehr aufhören. Perfekt. So muss es bleiben. Und ich weiß, dass die Herrlichkeit Gottes dieses Erlebnis noch bei Weitem überstrahlen wird und meine Emotionen bis ins Unendliche überhöht werden. Aber es ist dieses Erlebnis, das mir hilft zu verstehen, was Herrlichkeit bedeutet. Zu sein und keinen anderen Wunsch mehr zu haben, als einfach so zu bleiben. Diesen Ort zu genießen ist für mich Anbetung. Ich kann nicht anders, als daran zu denken, wie die Herrlichkeit Gottes ist. Ich kriege einen Vorgeschmack auf den Himmel. Es ist ein kleiner Trailer, wie der Himmel einmal sein wird. Dieser Ort löst aber noch eine weitere Emotion aus und die ist Heimweh. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich alles unterwerfen kann. Es gibt also zwei Dinge, die uns erwarten. Eine Heimat, wo wir wirklich zu Hause sein werden. Nicht mehr fremd, nicht mehr verloren, nicht mehr einsam, sondern zu Hause. Gottes Präsenz wird sichtbar, tastbar, fühlbar, schmeckbar dort sein. Und wir werden einen verherrlichten Leib bekommen zur Herrlichkeit Gottes. Ostern ist ein Rückblick auf das, was Jesus bereits getan hat. Und es ist ein Ausblick auf unsere Zukunft. Was Jesus erlebt hat, dass er verherrlicht, Auferstehung und Verherrlichung, das steht uns noch bevor. Und dann, was Jesus sagt, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Seine Auferstehung ist der Grund für meine Auferstehung. Seine Verherrlichung ist der Grund, warum wir verherrlicht werden. Jesus ist das absolut unvergleichbar, wertvollste, wunderbarste, herrliche, überragende, allumfassende Zentrum von absolut allem. Amen. Und dieser Jesus wird uns eines Tages in diese Herrlichkeit mit hineinnehmen. Halleluja. Verglichen damit verliert diese Welt all und alles, was sie zu bieten hat, ihren Wert. Nichts auf dieser Welt hat irgendeine Anziehungskraft, wenn wir es mit dem vergleichen. Ostern ist für uns eine Erinnerung daran, wozu wir berufen sind. Ein verherrlichtes Leben in der Herrlichkeit Gottes, zur Herrlichkeit Gottes. Ich wiederhole, was
Jesus zu diesem Thema sagt. Mit dem Himmelreich ist es mit einem Schatz, der im Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perle suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Was mir der Heilige Geist in der Vorbereitung für diese Predigt immer und immer wieder aufs Herz gelegt hat, und ich muss die Predigt einige Male wieder umschreiben, ist es genau, diesen Schatz zu predigen, nichts anderes. Jesus ist dieser Schatz, den es zu finden gilt. Der Zweck dieser Predigt ist, Glauben zu wecken und Glauben zu stärken. Denn sie, also ihr, sollen getröstet werden, verbunden in der Liebe, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das Geheimnis Gottes zu erkennen, das Christus ist. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Diese Predigt ist weniger Predigt als einfach ein Lobpreis auf Gott, auf Jesus, auf den Sieg, den er vollbracht hat, den Wert, den er hat, die Herrlichkeit, die er ist. Und ich hoffe, ich kann den Horizont darüber, wer Jesus ist, was er alles umfängt, für euch erweitern. Paulus schreibt, so sollt ihr mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet ihr erfüllt werden in der ganzen Fülle Gottes. Es ist diese Erkenntnis der Liebe Christi und seine Fülle, die uns zu Entscheidungen bewegt, die für manche irrwitzig tönen. Aber wir hatten am Freitag Feierabend und wir haben unter anderem auch über das Thema gesprochen, und als dann schon fast alle nach Hause gingen, war ich noch dort noch mit ein, zwei Männern dort und habe noch geredet. Und dann hat mir einer dieser Männer hat mir erzählt, dass er noch jünger war, war in der Bibelschule und dann hat eine Entscheidung getroffen. In dem Gebet kam er zum Schluss, dass es nichts gibt, was er noch erreichen sollte. Nichts gibt, was er noch erleben müsse. Nichts gibt, was es noch zu tun gäbe, was wichtiger wäre als die Rückkehr von Jesus, als sein Reich. Wie wahr? Es gibt nichts mehr, das diese Welt noch zu bieten hat im Vergleich zu Jesus. Ich hoffe, das ist mein Anliegen, ist das, was mir der Geist aufs Herz legt, dass wir diese Wahrheit hören, verstehen, erkennen, dass sie in unserem Herzen ein Same gesät wird, der Wurzeln schlägt und aufgeht, dass diese Wahrheit Lügen verdrängt, dass diese Wahrheit Früchte trägt. Denn so wird das Reich Gottes gebaut. Dass wir die Erkenntnis des Sohnes in unserem Herzen Frucht tragen. Dass seine Herrlichkeit in den letzten Winkel von unserem Leben dringt und es Frucht bringt. Das ist Ostern. Ich möchte noch gerne zum Schluss beten. Bitte steht auf dazu. Herr Jesus, wir wollen dir danken und dich anbeten, denn du bist es würdig, dass wir dir Lob und Ehre geben, dass wir dich anbeten, denn du hast den Sieg vollbracht. Du bist der ewige und herrliche und dich verehren wir, dich loben wir und dich preisen wir. Amen.